Das ist Home. Schön, dass ihr da seid. Das haben wir heute für euch. Wir haben ein Quiz. In unserer brandneuen Rubrik Hä? Das Quiz stellen Hanno, Chris und ich uns gegenseitig knallhart recherchierte Fragen und suchen den offiziellen Hä-Weltmeister. Zumindest bis zur nächsten Ausgabe. Stefan und ich blicken auf die vergangenen E3-Messen zurück und stellen uns die Frage, was sind unsere Top 3 besonderen E3-Momente? Bevor wir zum Programm kommen, hier die Highlights auf GTV auf YouTube. Wenn ihr auf dem YouTube-Channel von GTV stöbert, findet ihr auch unsere Playlist von First. David ist auf der Suche nach den ersten Malen der Videospielgeschichte und ihr könnt dabei sein. Alle Folgen in der Playlist von First. Crafts kommt auf einem neuen Level an. In der aktuellen Ausgabe haben wir erstmals eine Knetmarionette für euch. Schaut euch jetzt an, was der Spider-Bot so kann. Haha. So, ihr habt gewartet. Schön alles hinter euch gebracht. Jetzt kommen wir zur brandneuen Rubrik. Ein ganz neuer Baustein im Universum von Home. Hä? Das Quiz. Viel Spaß bei Hä? Das Quiz. Hä? Das Quiz. Ich begrüße euch zu der allerersten Ausgabe von Hä? Das Quiz. Mit mir stellen sich heute unfassbar schwere Fragen der Chris. Hallo Chris. Moin. Hallo. Und der Hanno. Wuhu. So, wir haben etwas ganz Spannendes vor. Jeder von uns hat drei Fragen vorbereitet. Das heißt, wir spielen in drei Runden. Erste Fragerunde, zweite Fragerunde, dritte Fragerunde. Jeder Spieler kann demnach 6 Punkte machen. Sollte es am Ende der Fragerunden, die wir gleich spielen, ein Unentschieden geben, dann gibt es am Ende eine Schätzfrage. Sollte es dann immer noch ein Unentschieden geben, zaubern wir vielleicht eine weitere Schätzfrage her oder wir lösen das alles im Hahnenkampf oder Zweikampf. Wer weiß. Das wird schon alles funktionieren. Wir haben alle geheim Fragen aufgeschrieben, die die anderen wissen können, aber im besten Fall natürlich nicht. So. Ich bin sehr gespannt. Ja, hör mal, und ich erst. Ich muss auch direkt sagen, ich habe es eben schon auch im Vorgespräch gesagt, ich bin hier so kompetitiv drauf wie schon lange nicht mehr. Ich freue mich unglaublich, das erste Mal selber bei einem Quiz mitmachen zu können. Und dann ist es direkt eins, wo du nichts gewinnen kannst. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir gewinnen Ruhm und Ehre im Home-Universum. Bei den richtigen Quizzes wärst du auch gar nicht reingekommen. Da hättest du den Aufnahmetest gar nicht geschafft. Stimmt. Wer weiß. Ich habe schon die seltsamsten Leute bei Wer wird Millionär gesehen. Genau, so läuft's ab. Ihr könnt gerne mitraten bei jeder Frage, nachdem sie ausformuliert wurde und der Fragensteller, gleich im ersten Fall ich, sagt, die Zeit läuft jetzt, haben alle, also Hanno und Chris in dem Fall, 20 Sekunden Zeit, um ihren Zettel mit dem entsprechenden A, B, C oder D hochzuhalten. Und dann werden wir auflösen, was die richtige Antwort ist. Und so läuft's reihum. Ich würde sagen, Jungs, ohne viel Vorgeplänkel, ich habe richtig Bock. Gehen wir in Runde 1, okay? Ja. Lass knacken. Runde 1. Round 1. So, ich möchte auch sagen, ich bin ein wenig aufgeregt. Ich habe richtig Bock. Also, ich fange an. Ich bin Quizmaster Number 1. Ne? Macht euch bereit. Ich habe einen kleinen Einleitungstext geschrieben, weil es so schön ist. Wir alle kennen den Wandkrabbler, der zuletzt nicht nur im MCU, sondern auch in Form vom alternativen Spider-Man Miles Morales im gleichnamigen Spiel die PS5 zum Launch unterstützt hat. Das war aber natürlich nicht das erste Videospiel, welches die Spider-Man-Lizenz genutzt hat, sondern eines von sehr, sehr vielen. Die Frage an euch ist, wie viele Spider-Man-Videospiele mit dem Titelhelden im Namen gibt es? Ist das schon die Schätzfrage? Ja, ist das die Schätzfrage, du Affe? Du kriegst gleich, du Affe. A, 18, B, 37, C, 31, D, 62. Die Zeit läuft jetzt. Ich will festhalten, dass es eine Kackfrage ist. Ja, danke. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich auch entschieden. Aber ich würde sagen, haltet ruhig hoch. Sobald man sich entschieden hat, hält man hoch. Okay, okay, okay. Ich sage C, 31. Baby Bertha. Baby Bertha. Die richtige Antwort ist B, Chris. 37. Ja, wusste ich. Eine kleine Auflösung. Das erste Spider-Man-Spiel. Der zählt jetzt alle Spiele auf. Yes.
Ihr seid so Affen, ne? Das erste Spider-Man-Spiel war Spider-Man auf dem Atari 2600 von 1982. Es folgten tatsächlich 36 weitere Spiele, wobei ich Spiele ausgeklammert habe, die Spider-Man zwar spielbar, aber weder im Namen noch auf dem Cover hatten. Ein solches sehr prominentes Spiel ist natürlich Revenge of Shinobi von Sega von 1989, wo man Spider-Man spielen konnte. Chris, wow, hat einen Punkt. Chris gleich, wow. So. Guck mal, die Schätzfrage ist hinter uns. Jetzt ist Chris dran. So, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob das eine bessere Frage ist als meine. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Jetzt stehe ich unter Druck. Ich habe keine wunderschön recherchierte Einleitung, aber ich dachte mir, zum Anfang machen wir mal eine schön einfache Frage. Und was könnte es einfacheres geben als das Spiel Minecraft? Ihr alle kennt Minecraft. Soll ich jetzt auch noch so eine Einleitung? Ich lese einfach jetzt die Frage vor. Also, Freunde, wie heißt der schwedische Entwickler des Spiels Minecraft? A. Smörebröt. B. Scotch. C. Notch. Oder D. Arkadion. 20 Sekunden. Wir kriegen gerade aus der Regie gesagt, bitte nicht die Antwort vorher hochhalten, das könnte die anderen beeinflussen. Das heißt, wir lassen die Zeit ablaufen und überlegen. Und das Gute ist, das können wir jetzt hier sagen, weil die Frage so einfach ist, dass sogar Kevin die richtig beantworten kann. Weißt du, ich glaube, wir müssen öfter piepen hier. So, stopp. So, Zeit ist abgelaufen. Stopp. Jetzt hier, antworten. Ich will Zettel sehen. Boah, guck mal. Z. Notch. Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt beide einen Punkt. Danke, Chris, danke. Gerne. Das war auch geschenkt, muss man ja sagen. Also ich dachte mal so ein bisschen was zum Einstieg, was soll da, wie viele Spider-Man-Spiele gibt's? Ja, das war's. Seid ihr eigentlich bescheuert? Ich kann aber eine Frage machen, die ich machen will, wie ich sie will. Was? Wie viele Spider-Man-Spiele hat's schon gegeben? So, komm, ja, weiter jetzt. Hanno. Ja, Hanno. Komm, ich mach jetzt hier, ich mach jetzt eine Frage. Also, im vergangenen Monat erschien eine meiner Lieblingsspielserien in einer überarbeiteten Version. Da ich weiß, dass ihr Mass Effect nie anfassen würdet, stelle ich keine inhaltliche Frage, sondern eine Frage zur Entwicklung des Spiels. Du bist so. Wer hat als Project Director die Entwicklung der Mass Effect Trilogie durchgesteuert und war zwischen 2017 und 2020 sogar General Manager des Studios? War das A. Cory Barlog, B. Casey Hudson, C. Jade Raymond oder D. Ray Muzyka? Könnte ich das wissen? Gibst du Tipps? Könnte ich das wissen? Nö. Ja, dann wann? Können. Wann? Weißt du, wann? Bestimmt. Noch 8 Sekunden, 7, 6. Oh, das macht Spaß, diese Counter. Oh, ist das schwer! Und dann zeigt mal. Ah, beide. Okay, entweder beide Punkte oder keiner. Ich kann mir einen B kaufen. Yes. Das ist richtig. Der Kanadier war von 2000 bis 2014 bei BioWare und hat an Baldur's Gate, Star Wars, Knight of the Old Republic und Jade Empire zum Beispiel mitgewirkt. Cory Barlog ist ja wahrscheinlich den meisten von God of War ein Begriff, ne? Das hätte mich sehr gewundert. Ja, bitte? Das hätte mich sehr gewundert bei Barlog, wenn der das gewesen wäre, ja, tatsächlich. Und hier Jade Raymond war ja bei Ubisoft eine ganze Weile und als Producer, Director an Assassin's Creed, Far Cry und Splinter Cell beteiligt. Und Ray Muzyka hat BioWare mitgegründet. Ja. Knaller. Auf jeden Fall pures Glück. Ich sag jetzt nicht, warum ich B genommen habe. Ich habe eben mit B geraten und getroffen. Ich habe es mal ein zweites Mal versucht. Ja, das ist so, ne? Mist. Deine richtigen Antworten sind bestimmt auch alle immer derselbe. Ja, ja. Er hat nur einen Zettel da liegen. Mit. Schön. Oh, ich habe einen ganz warmen Kopf. Ich bin sehr aufgeregt. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Zwischenstand nach Runde 1. Hanno hat einen Punkt. Chris hat 2 Punkte und Moa habe 2 Punkte. Wir gehen in Raterunde 2. Round 2. So, Freunde, ich wieder. Mhm. Ich bin es wieder. Seid ihr bereit? War das eigentlich vorhin deine Einstiegsfrage, oder? Das war von der Schwierigkeit. Ich steige bei Tutorial Demon's Souls ein und wir enden gleich bei Bloodborne. Also, in Resident Evil Village
sind seit kurzem die Freunde und Fans von gepflegtem Horror unterwegs. Erneut in Ego-Perspektive greift Resident Evil Village nicht nur das von seinem Vorgänger Resident Evil 7 auf. Auch das Prinzip der vier Oberbösen mit ihren eigenen Spielabschnitten kehrte in Village zurück. Aber wie hießen die Four Lords noch gleich? Die Frage, die ich euch stelle, ist, welchen Charakter gibt es in Resident Evil Village nicht? A. Donna Beneviento, B. Carl Heisenberg, C. Ada Wong oder D. Lady Dimitrescu. Die Zeit läuft jetzt. Oder E. Lass Miranda den Sevilla oder was? Wo sind wir denn hier? Was ist das denn wieder für ein Quatsch? Ah, ich find's so geil, wenn sich jemand über meine Frage aufregt. Ich find's so geil. Und stopp. Antworten bitte. Ich sag wieder C. Was hat Chris? Auch C? Achso, das C. Soll ein C sein. Die Antwort ist C. Ada Wong gibt es nicht. Oh. Ada Wong, das mal geraten. Ada Wong dient im Resident Evil Franchise als charmante Antiheldin und Teilzeit-Love-Interest von Protagonist Leon S. Kennedy. Ihren ersten Auftritt hatte sie in Resident Evil 2. Doch auch in 4 und 6 spielt sie eine Rolle. Zuletzt konnten wir sie wieder in Resident Evil 2 sehen, diesmal natürlich im Remake und nicht im Original. Ich denke mir die ganze Zeit, inhaltliche Fragen zu so komischen Nischenspielen wie Resident Evil, die bringt sich du hier bist keine. So ein Dödel. Also, Nische ist jetzt schon sehr fies Richtung Resident Evil. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Ich fand die ganz nett. Konzept bringen. Ich es ist eine Frage. Das Trash-Talker Hanno. Es ist eine Frage. Spielen wir mit dem Mario Kart. Es ist eine Frage, die man durchaus beantworten könnte, wenn man in der letzten Zeit zumindest so ein bisschen Gaming-Magazine verfolgt hat. Weil Lady Dimitrescu übrigens ist diese riesige Vampire-Lady, auf die momentan alle stehen. Der war ich ja nicht so, der war ja nicht zu entkommen. Ja. Also im doppelten Sinne. Aber ja. Der Rest. Ja. Ja, Chris. Ja. Yes, da ihr die alle immer so schön eingeleitet habt, wir möchten ja natürlich auch ein breites Publikum ansprechen, deswegen habe ich anscheinend weniger spezifische Fragen gewählt. Meine nächste Frage ist, ich weiß nicht, ob sie schwerer ist als die andere, aber wir gucken mal. Ich will euch ein paar Punkte schenken. Ich habe jetzt ja alles richtig geraten, wollte ich dazu nur sagen. Die Spitze ist schon in der Vorbereitung der Frage drin, ne? So, Freunde. Wie lautet der ursprünglich geplante Name für Super Mario? A. Plumber, B. Jumpman, C. Luigi oder D. Peter. Zeit läuft. Was war das? Plumber, Luigi, Peter? Also ich bin aufgrund von, also ob dieser Frage bin ich ein bisschen persönlich angegriffen. Weil du das weißt. Oder was? Ja, weil ich, achso, weil du, ja, 2, 1, ich hätte gern Schildchen. Ja. Ja. Jumpman. So, Jumpman. Aber da ist ja auch mal ein bisschen was. Also Notch musste man, glaube ich, nicht recherchieren. Es gibt eine ganz lustige Geschichte dazu. Kevin, du kennst die wahrscheinlich schon. Hanno, du auch, ne? Aber du erzählst sie doch. Du musst sie erzählen. Ein Millionenpublikum. Ein Millionenpublikum für alle Fans da draußen. Ich hole euch jetzt mal ab und nehme euch mal mit in diese Geschichte. Gehen Sie mal eine Runde mit dem Chris. Erstmals als Spielfigur Jumpman im erfolgreichen Arcade-Spiel Donkey Kong, glaube ich, das weiß man, ne? Und so weiter und so fort. Miyamoto wollte die Figur erst Mr. Video nennen, entschied sich dann aber für den Namen Jumpman, woraufhin er dann in Mario umbenannt wurde. Aber warum wurde er in Mario umbenannt? Das fand ich ganz lustig, weil, zumindest findet man das im Netz, dass man den Vermieter des damaligen Nintendo-Gebäudes, der hieß Mario Segale und hatte wohl Ähnlichkeiten, also groß, schlank, blond. So. Rote also Mütze. Im Grunde genommen, weil der Vermieter des Nintendo-Gebäudes Mario hieß, hat man ihn Mario genannt. Das war jetzt so spezifisch. Irgendwer von den Zuschauern, der wird sagen, das stimmt überhaupt nicht und wird darunter die richtige Theorie posten. Ja, dann umso besser. Leg dich mit Kommentare Wikipedia sind Kommentare. An. Viel Spaß. Leg dich mit Wikipedia an. Ich finde das super. Ja. Ich finde das super. Gut. Spannend. Wie steht's? Jetzt kommt Hanno mit Mass Effect Frage Nummer 2. Ja, das ist richtig. Nein.
Wie steht's, wurde gerufen? Wie steht's, wurde gerufen? Regie, wie steht's? 3-3-3. Ich glaube 3-3-3. 3-3-3. Ja. Alle drei. Okay. Alle drei zusammen, alle drei, falls wer daran erinnern kann. Komm. Aber gut. Die E3 steht kurz bevor. In diesem Jahr als digitales Event wie die Gamescom im vergangenen Jahr. Und bis wir hierzulande wieder Messen mit zigtausend Besuchern haben, können wir sicher noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber sprechen wir doch mal darüber, welche Messe über Videospiele bisher die meisten Gäste verzeichnen konnte. Eine kleine Hilfe, die E3 war es nicht. Welche Videospielmesse hält bisher den Besucherrekord? Die Gamescom, A, B, die Tokyo Game Show, C, die BlizzCon oder D, die Brazil Game Show? Insgesamt und oder als einzelne Veranstaltung? Du bist so ein Dödel, da sagst Tipp, E3 ist es nicht, aber dann ist der E3 nicht eine dieser Möglichkeiten. Das ist richtig. Egal wann, einmal als komplette Veranstaltung über mehrere Tage die meisten Besucher. Du musst die Zeit ansagen. Wir starten einfach jetzt. die Zeit läuft. D ist aber böse. D ist böse, Hanno. Ja, D ist so völlig. Gibt. D ist böse. Ja, der hätte irgendwas hinschreiben können, der Hanno. Und aus die Maus, dann zeigt mal an. Die Antwort Scheiße, ich ist hab das Gefühl. E, Hannos Ladenparty im Keller. Es ist A, die Gamescom. Nein! Die Gamescom hatte 2019 370.000 Besucher, ein bisschen mehr sogar. Die Tokyo Game Show 2018 300.000. Das war das höchste, was ich finden konnte. Die BlizzCon so um die 40.000 in ihren besten Zeiten. Und die Brazil Game Show 2019 habe ich keine Zahl gefunden, 325.000. Also da ist ordentlich was los in Südamerika. Ich habe im Leben noch nie von der Brazil Game Show gehört. Ja. Brazil Game Show klingt wie was damals auf Eurosport gelaufen ist. So. Entschuldigung. Ich habe mich offiziell bei den Zuschauern für diesen Gag entschuldigt. Das war Runde 2. Der Punktestand nach Runde 2 ist, ich habe 3, Chris hat 4 und der Hanno hat 3. Vielen Dank. Runde 3, die letzte, alles entscheidende Runde in das Quiz. Round 3. So, Runde 3. Seid ihr bereit? Ich habe wieder eine sehr einfache Frage für euch. Welches Monster kommt nicht in Monster Hunter Rise vor? Warum ist mir die nicht eingefallen? Das ist ja dumm. Ja, passt noch. Ich lese vor. Geheimhaltung ist in der Videospielbranche genauso wichtig wie ein ausgewogenes Frühstück. Bevor Konsolen auf den Markt kommen, haben sie deshalb einen eigenen Codenamen. Dabei sind solche Glanzstücke wie Nitro, Atlantis, Stella oder Dolphin. Die richtigen Pros kennen natürlich jeden Namen zu ihrer Konsole, aber wer merkt sich denn das schon? Die Frage ist, welche Konsole hatte den Codenamen Project Reality? A. Sega Dreamcast, B. Game Boy Advance, C. Xbox 360 oder D. Nintendo 64. Die Zeit läuft jetzt. Boah, das ist eine gute Frage. Danke, danke. Das ist mal eine gute Frage. Aber da muss ich auch, glaube ich, muss ich raten. Project Reality. Project Reality. Reality. Würde Japaner Project Reality sagen? Die Zeit ist vorbei. Antwort. Okay, ich probiere es mit den Japanern. Ich auch. Ich sehe Chris' Antwort nicht. Chris, was hast du gesagt? Das ist auch ein A. Das ist auch ein A. Die richtige Antwort, ich kann meine Freude nicht verbergen, ist D, Nintendo 64. Ich erkläre, der Nintendo 64 war aufgrund der hohen Leistung und erstmaligen 3D-Darstellung von Spielen bei Nintendo intern als Project Reality aufgeführt. Der Dreamcast, A, hieß Katana, Game Boy Advance war Atlantis und die Xbox 360 wurde Xenon genannt. Okay. Wieder was dazu gelernt. So ist es. Stand unverändert. Project Reality. Also, da habe ich nicht mit gerechnet, aber coole Frage. Vielen Dank. Das freut mich wirklich. Vielen Dank. So, dann mache ich mal weiter, ne? Ja. Gerade eine schöne Frage gehabt. Diese Frage wird euch beide nicht erfreuen. Ich habe jetzt zwei einfache gehabt. Ich glaube, jetzt zumindest thematisch in eine Richtung zu gehen, wo ihr beide richtig schlecht drin seid. Das war übrigens mal eine schöne Einleitung.
Vielleicht noch als Hintergrund dazu, es gibt relativ wenig Sportspiele, die hier in diesem Kreise gespielt werden. Außer meine Wenigkeit. Und da, was liegt näher, als da nicht eine Frage im Sportsegment zu stellen? Also, Freunde, konzentriert euch. Welcher NBA-Star ist auf dem Cover der Legend Edition von NBA 2K21 zu sehen? Ich hasse dich so sehr. Ich kann das nicht ausdrücken, wie ich dich hasse. So, also nochmal. Welcher NBA-Star ist auf dem Cover der Legend Edition von NBA 2K21 zu sehen? Ist doch egal. Aber sag einfach Namen. A. Dirk Nowitzki. B. Michael Jordan. C. Kobe Bryant. Oder D. Damian Lillard. Welcher Edition? Der Legend 2K Edition von 21. NBA 2K21. Okay. Du musst die Zeit ansagen. Fallstrick Legend, oder? Du musst die Zeit ansagen. Ja, los, los. Los, los. Los, los. Weißt du, was das Beschissene ist? Ich habe dieses Cover gesehen. Aber ich weiß nicht, wer dieser Mensch ist, der da drauf ist. Also zwei. So. Oh. 3, 2, 1. C oder D, glaube ich. Ich sag D. Nein! Ah, Kevin, jetzt könnte es gefährlich werden. Sag C. Ja, Kevin hat recht, es ist C, Kobe Bryant. Und dazu habe ich natürlich auch eine ordentlich aufgeschriebene Erklärung. Kobe Bryant zierte die aktuelle Legend Edition auch unter der Mamba Forever Edition. Ja, ja, wusste ich. Mamba war sein Spitzname. Ja. Nachdem Kobe Bryant unter tragischen Umständen am 26.01. beim Helikopterabsturz verstarb, ehrte das Entwicklerteam Visual Concepts zusammen mit dem Publisher 2K Sports die Ikone der NBA mit seiner Edition. Also man hätte, auch ohne, dass man in der NBA ist, man hat wahrscheinlich mitgekriegt, dass Kobe Bryant in dem Januar einen Unfall hatte. Von daher habe ich gedacht, eine Sportfrage. Ich habe das Cover, ey, ohne Scheiß, Chris, ich hätte damit schon viel früher gerechnet, weil damit kriegst du uns. Du weißt, dann kriegst du uns beide. Außer Fußball, du darfst keine Fußballfrage stellen, dann bin ich dabei. Aber ansonsten kriegst du uns beide damit. Ich habe dieses Cover gesehen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man denkt, ich weiß genau, wie es aussieht, aber wer ist der Tuppes auf dem Cover da? Na gut. Ja, kommen wir zur letzten normalen Rundenfrage, ne? Ja, ich will ganz kurz einwerfen. Es wird jetzt sehr spannend, weil der Chris hat 4 Punkte, ich habe 4 Punkte und Hanno, du hast leider 3 Punkte und stellst natürlich jetzt auch die Frage. Das heißt, die Situation entscheidet sich jetzt zwischen Chris und mir. Wir kommen also, außer wir liegen jetzt beide falsch, sehr wahrscheinlich nicht zur Schätzfrage. Ja, dann mal los, ne? Ich bin jetzt Passt auf, jetzt geht's los. Hans Zimmer ist ohne Frage einer der erfolgreichsten Komponisten für die musikalische Untermalung von Hollywood-Filmen. Er hat aber auch an einigen Videospielen mitgewirkt. Dabei hat er nicht immer den gesamten Soundtrack komponiert, sondern auch oft nur einzelne Themes erstellt oder stand als in beratender Funktion zur Seite. Jetzt die Frage: An welchem Spiel hat Hans Zimmer nicht mitgewirkt? A. FIFA 19, B. Call of Duty Modern Warfare 2, C. Daikatana, D. Crysis 2. Und los geht die Zeit. Ach du Scheiße. Oh, was ist das denn? Ausschlussverfahren. So. Na? Ach komm, das ist so. Es kann nicht FIFA sein, aber es wird am Ende FIFA sein, weil du. Und aus. Dann haltet mal bitte in die Kamera. Ich muss FIFA sagen. Ist er Nein, Call of Duty hat er gemacht. Das Witzige ist, ihr habt beide nicht recht. Es ist nämlich C, Daikatana. Ne, bei John Romeros ambitionierten Zeitreise-Shooter hat er nicht mitgewirkt. Bei allen anderen Titeln hat er in irgendeiner Form, sei es so das Main-Theme oder sogar im Soundtrack, beraten mitgewirkt. Also, ja, keine Punkte. Das heißt, wir stehen jetzt, es ist Gleichstand. Oh shit, ey. Wisst ihr, was ich gut finde? Schätzfrage. Soll ich meine Schätzfrage einfach nennen? Weil ich bin ja eigentlich raus aus der Nummer. Ja, genau. Du müsstest jetzt deine machen, damit Chris und ich eine Entscheidung herbeiführen können. Aber wer darf anfangen? Wer anfängt, hat bei Schätzfragen immer die Arschkarte. Ich würde sagen, wir machen das so wie vorher auch. Hanno liest vor und wir haben 20 Sekunden Zeit, unsere Zahl oder was auch immer Hanno, aufzuschreiben. Und dann zeigen wir. Woher weißt du, dass die Antwort eine Zahl ist?
Weil es bei einer Schätzfrage meistens so ist, würde ich behaupten. Der Chris versucht mich hier so psychologisch vor der alles entscheidenden Frage nochmal so richtig. Soll ich euch was sagen? Es macht mir unglaublich viel Spaß bisher. Passt auf. Final! Ich find's großartig und es macht mir jetzt auch richtig Spaß, diese Frage vorzutragen. Passt auf. 2019 war vielleicht die größte Gamescom, aber der Ubisoft-Standort war ein Jahr davor, also 2018, der bisher größte. Da wir drei damals vor Ort waren, habe ich mir mal alte Planungsdokumente angesehen und bin dabei über eine interessante Zahl gestolpert, die ich euch jetzt fragen möchte. Wie viel Personal, also Promotorinnen und Promotoren, hatten wir damals am Stand? Insgesamt Consumer- und Businesshalle. 2018, wie viele Promotorinnen insgesamt? Nur Promotoren, nicht Mitarbeiter? Nicht Mitarbeiter, nur Promotorinnen und Promotoren und es geht nur um den Stand Consumer und Business. Ja. Oh. Das ist cool, oder? 10 Sekunden noch, meine Freunde. 2 im Sinn. Ich muss das jetzt ein bisschen. 3, 2, 1, 0. Boah, ich hoffe, ich muss gleich nicht rechnen. Nein, guck mal hier. 300 dann schon. Ach, Leute. Oh, dann darf ich jetzt feierlich den Gewinner verkünden. Und das ist, da die richtige Antwort 288 sind, der Kevin. Das war die richtige Antwort 288. 288, ja. Wow. Glückwunsch. Ey, ohne Scheiß. Ich war kurz davor, 200 aufzuschreiben und dann wäre die Nummer hier durch gewesen. Ja, das stimmt. Ich bin froh, dass es nicht irgendwie so war, dass ich rechnen musste, sondern über 100 oder so, das kann ich ja nicht. Weißt du, mit aber Zahlen. Völlig irre, ne? Mal grundsätzlich, dass man so viele Promoter braucht, ne? Oder? Also, man würde denken, so am Stand ja vielleicht 30 oder so, aber das ist ja völlig irre. Die dann komplett durcharbeiten. Das war halt damals ein Riesenstand. Wir hatten ja, glaube ich, 4 Blöcke, unglaublich viele Anspielstationen. Und dann kommt halt, was Chris schon sagte, du brauchst halt eine Rotation da drin, die müssen Pause machen und so weiter. Und sobald er dann an einem Stand, wie ich glaube, was hatten wir damals für einen großen, das sind immer so mal um die 80 Spielstationen bis 90, dann hast du da sofort 100, 120 Promotoren ja dran. Ne? Also das geht super schnell. Ich muss aber auch sagen, ihr habt das aber auch jetzt, also Kevin in dem Fall hat das jetzt verdient zu gewinnen. Meine Fragen waren angeblich zu einfallslos. Ich werde mich das nächste Mal ein bisschen detaillierter vorbereiten. Niemand hat einfallslos gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich sie alle kannte. Hat einfallslos gesagt. Und jetzt habe ich auch noch verloren. Ich bin Letzter. Soll ich euch was sagen? Ich fand es absolut hervorragend. Das war die erste Ausgabe. Das war die erste Ausgabe von das Quiz hier bei Home, bei GTV. Und ich fand es absolut hervorragend. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich hätte, und Hanno, ich fühle mit dir, unheimlich gerne meine Schätzfrage vorgelesen. Sollen wir die nochmal machen? Die jetzt nicht verpulvern? Nein, komm, die verpulver ich jetzt nicht. Die speichere ich in diesem Dokument. Und wenn wir die nächste Ausgabe, das Quiz spielen, dann kommt sie vielleicht zum Tragen. Bis dahin bleibt sie schön verwahrt, da wo sie war. Niemand wird erfahren, was diese Frage jemals war. Damit bin ich der erste Sieger von Ruhm und Ehre bei das Quiz. Wer weiß, Freunde, ob ich diesen Thron verteidigen werde beim nächsten Mal, weil ich bin mir ganz sicher. Auf jeden Fall Bock auf eine Revanche. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin mir ganz sicher, dass wir hier von der Ausgabe 2 machen. Dafür hatten wir alle viel zu viel Spaß daran. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß an diesem Quiz und habt ein bisschen mitgerätselt und ein bisschen euch gedacht, Mensch, was hatte der oder der denn hier für schwierige Fragen? Zum Beispiel eine Sportfrage nach einem Star, der auf dem Cover von irgendeinem Spiel ist oder so. Jungs, es war absolut hervorragend. Es hat mir total Spaß gemacht. Nächstes Mal bist du dran. Aber das sowas von. Das werden wir sehen. Das ist ja auch das erste Mal. Wir haben so ein Randtasten. Es war so ein kleines Randtasten. Das war das erste Mal, dass wir es gemacht haben. Keiner wusste, welche Qualität die Fragen der anderen haben. Und dafür, finde ich, war es absolut super, auch dass wir zur Schätzfrage gekommen sind. So, wir beenden den Bums jetzt hier. Das war das Quiz. Ich bin zumindest für die aktuelle Zeit bis zum nächsten Mal Weltmeister von Und das ist mein offizieller Titel. Das möchte ich auch ab jetzt bitte an die Regie im Untertitel stehen haben. Ab jetzt. Kevin, Weltmeister. Und ihr guckt jetzt weiter, denn jetzt gibt es die Top 3x2 mit Stefan und mir. Unsere geilsten, unsere liebsten, unsere abstrusesten E3-Momente, an die wir uns erinnern können. Viel Spaß beim Gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, warum gewinnt Kevin schon wieder?
Tschüss. Mach dich los. Tschüss, du Lappen. Top 3 mal 2. Die E3 findet in diesem Jahr, nachdem sie letztes Jahr aus bekannten Gründen ausgefallen ist, das erste Mal wieder statt, und zwar in einer rein digitalen Form. Aber davor gab es viele Jahre E3 Wahnsinn und E3 geile Momente. Und wir haben uns überlegt in der Vorbereitung, wenn es dieses Jahr wieder so weit ist, was waren denn unsere liebsten oder abstrusesten oder, weiß ich nicht, favoriten Momente der E3. Dazu habe ich mir einen Stefan geholt. Hi Stefan. Hallo zusammen, da bin ich mal wieder. Genau, der Collector ist wieder da und ich... Ich weiß. ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird auch gleich schon zum Zuge kommen. Wir haben unsere Top 3 aufgestellt, wir nennen es unsere geilsten E3-Momente, ne? Unsere favoriten E3-Momente oder abstruse Momente, an die wir uns erinnern können. Und die wollen wir euch um die Ohren schlackern. Ich würde sagen, wenn du kein einleitendes Wort sprechen möchtest, gehen wir direkt zu Top 3 über. Oder hast du noch was, was du jetzt zeigen möchtest? Das alte E3-Logo abmontiert in L.A. oder sowas? Nee, das nicht. Aber die E3 gibt es ja schon sehr lange, seit 95. Und da habe ich mir gedacht, als Vorbereitung für die Sendung, ich gehe doch mal in mein Archiv als Collector und habe eine alte Zeitschrift rausgekramt von 95, weil die E3 gibt es ja seit 1995. Habe in einer alten PC-Games-Ausgabe doch tatsächlich auch gefunden, was Ubisoft 1995 präsentiert hat auf der E3. Kannst du dir vorstellen, was das gewesen ist? 95? Rayman 2, The Great Escape. Nee, ich glaube, es war Rayman 1. Das französische 95. Softwarehaus präsentierte natürlich einmal mehr Action-Zocker und unter anderem Rayman, was damals vom Atari Jaguar dann auf den PC portiert wurde. Das 95 von war Rayman 1995. 1. Wahnsinn. Rayman 1, ja. 95, ich dachte, aber Rayman 2 kam nicht viel später, das muss irgendwie, weil das kam ja auf dem N64, das muss irgendwie 98, 99 gewesen sein, Rayman 2. Ja, ich glaube auch, dass das um den Dreh war, weil als ich 99 bei Ubisoft angefangen habe, weiß ich, dass Rayman 2 da großes Thema war, das muss da gerade kurz vorher rausgekommen sein. Ja, ja, Gott, sehr spannend. Schon lange her. Zeig mal den Artikel kurz, zeig mal hoch. Dies ist der Artikel. Und das war ja damals auch das Schöne in den 90ern, dass ja, damals gab es ja kein Internet, da musste man sich ja dann anschließend Zeitschriften kaufen, in denen dann immer schön aufgefächert wurde, welcher Publisher wie vertreten war, was welcher Publisher gezeigt hat. Ja, ohne cool. Internet musste man sich damals auch Zeitschriften kaufen oder Leute sprechen, die wie gesagt live vor Ort waren. Ich kenne das auch noch. Ich hatte damals auch diverse Abos auf Zeitschriften, bevor das Internet irgendwie so richtig am Start war. Das kennen einige unserer Zuschauer sicherlich schon nicht mehr. Die kennen absolut. Bestimmt nur noch Internet. Na gut, unsere geilsten Top 3, unsere Top 3 geilsten E3-Momente, wir legen los mit Platz 3. Platz 3. So, wer möchte denn anfangen, Platz 3? Fang du mal an. Okay, ich habe auf Platz 3 einen Platz, der noch gar nicht so weit zurückliegt, den ich aber super fand und in total schöner Erinnerung habe. Und das ist die Ankündigung von Mario plus Rabbids Kingdom Battle 2017 auf der Ubisoft-Pressekonferenz. Wir wissen es alle, wir alle haben es noch genau vor Augen. Zwei Dinge von dieser Präsentation. Das eine, wie Yves Guillemot und Miyamoto da mit diesen Blastern stehen und diesen schönen Shot bilden irgendwie. Und das andere natürlich der weinende Creative Director Davide von Ubisoft. Das war total schön. Da war so viel Emotion drin in dieser Präsentation. Da war so viel Herzblut drin. Und der Moment, Stefan, du weißt, ich bin großer Nintendo-Fan, der Moment, wo Miyamoto in einem anderen Rahmen als bei Nintendo auftaucht, ist immer ein besonderer. Weil du weißt, oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt wird's was Großes, ne? So nach dem Motto, wenn Miyamoto kommt. Und absolut. Das war in diesem Moment. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ich kann mich dran erinnern. Ich weiß auch noch, dass mit Mario die E3 von Ubisoft damals auch begonnen hat. Das war quasi der Startschuss für die Pressekonferenz von Ubisoft. Mhm. Ja, und dazu abgefahrenes Spiel auch, ne? Also man hätte damals, da war die Switch, 2017 war die Switch ja gerade in den Kinderschuhen oder gerade rausgekommen, ne? Wir hatten gerade sowas wie Zelda gehabt. Und dazu kommt dann das erste Mal, dass Nintendo seit längerer Zeit seine IP Mario an einen anderen Hersteller, an einen anderen Publisher oder Entwickler gibt, um ein richtig großes Spiel damit zu machen, was eben kein Spin-off ist, irgendein Sportspiel oder so. Und das war halt eben das taktische Shooter-Spiel Mario und Rabbids.
Das stimmt. Es gab bei der Pressekonferenz 2017 ein Highlight ganz am Anfang, das war Mario. Und weißt du noch, was das zweite war ganz am Ende? 2017? Ja. War das Division? Nee, Division Nein, das, war vorher. Das war ja damals so die Phase von Ubisoft, wo dann auf den Pressekonferenzen ganz am Ende dann noch so eine Überraschung präsentiert wurde. Und bei der Pressekonferenz war das damals das Comeback von BG&E 2, Beyond Good and Evil 2. So lange ist das schon her und wir haben seitdem nichts mehr vom Spiel gesehen. Ja. So lange aber für mich total der schöne Moment. Auch ein geiles Spiel, hat mir sehr gut gefallen, aber das war ein total schöner Moment, weil es so herzerwärmend war und du dachtest, geil, da passiert was Neues mit Nintendo und Miyamoto ist da zu sehen und der Creative Director weint, weil er es so rührend findet. Das war total schön, fand ich. Das war meine Platz 3. Was hast du denn? Mein Platz 3 ist grob übertitelt eigentlich so das Comeback von Microsoft und Xbox der letzten E3s nach dem Desaster von der Pressekonferenz 2012, wo alles in die Hose gegangen ist. Hat ja Microsoft sich sehr bemüht, danach wieder Boden gut zu machen, Gamer zurückzugewinnen. Hat auch sehr viel Technikinnovation vorgestellt, die Abwärtskompatibilität vorgestellt. Und das große Highlight dieser Entwicklung, weil man gesehen hat, dass Microsoft tatsächlich Wort gehalten hat, war dann die Pressekonferenz 2019, die für mich ein sehr großes Highlight war. Es wurden total viele Spiele in dieser Pressekonferenz vorgestellt. Microsoft hat angekündigt, welche Studios sie eingekauft haben. Und es wurde Projekt xCloud angekündigt, was ich persönlich ein sehr, sehr spannendes Thema finde. Und über die Abwärtskompatibilität wurde da auch gesagt, dass jetzt mittlerweile, ich glaube, an die fast 400 Spiele abwärtskompatibel spielbar waren und auch erstmals Spiele von der ersten Xbox One spielbar waren. Wenn wahrscheinlich nicht so viele Leute spielen, aber man konnte daran erkennen, dass Microsoft tatsächlich Wort gehalten hat und aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und jedes Jahr eigentlich bei jeder Pressekonferenz versucht hat, die Gamer glücklich zu machen, die eigentlich ja bei jedem Publisher auch im Fokus stehen sollen. Ja, und das war, wie du sagst es schon, ne, das war ja ein bisschen die Wiedergutmachung für TV, ein paar Jahre vorher. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Schöne Platzierung. Ich meine, inwiefern sie das irgendwie in den Verkäufen in die Nähe von Sony katapultieren wird, das werden wir in den kommenden Jahren sehen. Wobei, ne, wir haben ja jetzt schon, ich weiß von vielen, die jetzt eine Xbox Series X gekauft haben, statt einer PS5. Also, da scheint Microsoft wirklich eine Menge wieder gut gemacht zu haben. Und du als Hardcore-Fan, du kannst das ja gut einordnen, würde ich sagen. Ja, also für mich ist mit Phil Spencer da auch jetzt die richtige Person da ganz oben, der selber als Gamer auch interessiert ist, dass qualitativ gute Spiele rauskommen, aber auch gleichzeitig die Technik immer nicht vergessen wird. Ich glaube, unter ihm ist ja auch die Idee wieder entstanden, überhaupt auch wieder PC-Gamer so ein bisschen in den Fokus zu rücken, weil die hatte Microsoft viele Jahre vorher auch so ein bisschen verloren und da hat man sich nur auf die Xbox konzentriert. Und dass heute für Microsoft alles spielbar ist, angefangen mit Play Anywhere und dass Titel auf Xbox und Windows 10 spielbar sind und dass es jetzt noch einen Schritt weiter geht über das xCloud-System, dass man versucht, den Spielern die Spieler überall zur Verfügung zu stellen, finde ich technisch einfach grandios. Ja, finde ich auch. Schön, das waren unsere Platz 3. Wir gehen rüber, unsere zweiten Plätze. Platz 2. Soll ich mal anfangen mit meinem zweiten Platz? Fangen wir mal. Mein zweiter Platz ist die Pressekonferenz von 1999. Ich habe mir gedacht, ich suche mir einen Highlights aus den 90ern raus, weil früher war die E3 für mich immer eine große Blackbox. Niemand wusste vorher, was passiert. Es gab keine Leaks, man hat wenig vorher erfahren. Und auf dieser Pressekonferenz 99 wurden so viele tolle Spiele angekündigt. Quake 3 Arena, Unreal Tournament, Homeworld, X-Wing Alliance und. Und das war für mich eine ganz tolle Pressekonferenz mit ganz tollen Spielen, die dann auch im Laufe dieses Jahres dann veröffentlicht wurden. Und steht für mich auch für ein Bild der E3, so wie die E3 in den 90ern noch gewesen ist, was ich ganz am Anfang mal gesagt hatte. Man hat vorher immer wenig erfahren, welche Spiele angekündigt werden. Dann kommt die E3 und man war einfach überrascht, welche Knaller da präsentiert wurden und welche Spiele die Publisher dann vorgestellt und aus dem Hut gezaubert haben. Und 1999 war für mich eines der besten Jahre in den 90ern mit fantastischen Spielen.
Es ist ja auch, man muss ja auch wissen, ne, die E3 war ja teilweise gar keine Consumer-Messe. Sie ist ja später erst wieder zu, sie war ja mal, ne, eine Zeit lang Consumer-Messe, dann sind sie ja zu diesem komischen Modell gegangen, dass nur die Presse da Zugriff hat und jetzt ist es ja wieder eine Consumer-Messe gewesen. 99 kann ich mich natürlich nicht an die E3 erinnern, da habe ich das noch nicht so richtig verfolgt, aber an die Spiele, die du genannt hast, kann ich mich natürlich erinnern. Unreal Tournament, für die jüngeren Zuschauer, das, was für euch heute Fortnite ist, war für uns damals Unreal Tournament. Nur halt nicht zwingend online, sondern dann natürlich auch auf vielen LAN-Partys und so. Das ist schon geil. Geile Zeit. Quake 3 muss ich auch dran denken. Schön. Schöne Platzierung. Schön. So, jetzt soll ich gespannt, mal was du raushaust. Ja, ja, hau mal raus. Ich habe überlegt, was ist denn das, was uns gerade so fehlt? Und im Kern ist uns doch, fehlt uns doch gerade in der aktuellen schwierigen Zeit, fehlt uns doch das Zusammensein, die gemeinsame Euphorie, sei es im Fußballstadion, sei es auf einer E3, sei es im Publikum von irgendetwas, ne? Und ich habe hier einen Moment, den ich absolut geil fand und den ich nie vergessen werde. Das ist die Ankündigung 2004 von Zelda Twilight Princess für den GameCube bzw. die Wii später. Und ich habe einen Clip rausgesucht, den müssen wir jetzt hier reinschneiden, ohne dass wir darüber reden, wo der Trailer läuft und da hat jemand irgendwie mit einer Wackelkamera die Audience Reaction aufgenommen. Und wenn man das sieht und hört, ich meine, hört es euch jetzt selber an, aber da wünscht man sich zurück in so einen Pulk aus Menschen, die völlig irrational ausrasten, als hätte Nintendo gerade, weiß ich nicht, Krebs besiegt. Aber dabei zeigen sie einfach nur ein neues Zelda. Also das müssen wir mal kurz hier. Müssen wir mal kurz für die Leute zeigen. So, also das ist richtig geil. In dem Moment, Stefan, wo Link auftaucht, rasten die Leute. Natürlich sind, ne, ist auch amerikanisches Publikum, die sind ja wohl auch im Kino so. Wenn im Kino was Geiles passiert, rasten die aus. Aber das war ein geiler Moment. Der Trailer war super on point. Genau das, was die Leute wollten. Ein düsteres Dark Zelda, sage ich jetzt mal, was total geil war in der Ankündigung. Danach Miyamoto steht mit Hylia-Schild und Master-Schwert auf der Bühne. So richtig, das war richtig geil. Das ist so ein Moment, wo die Zelda-Fans völlig ausgerastet sind. Das werde ich nicht vergessen. Das war super. Das war richtig schön. Das Lustige ist auch, ich habe auch mal ein bisschen im Internet gekramt, was man noch so findet von alten E3s und habe tatsächlich auch bei YouTube ganz alte Aufnahmen von 95, 96, 97 gefunden, wo Leute über die Messe gegangen sind, ein paar Messeaufnahmen gemacht haben. Also die Aufnahmen sind natürlich alle nicht toll, alte VHS-Aufnahmen, die dann jetzt digitalisiert wurden. Aber da sieht man teilweise auch, wie die Leute ausrasten vor manchen Ständen, weil irgendein Spiel präsentiert wird, mit dem sie nicht gerechnet haben oder einfach begeistert waren über die Grafik. Kann man sich nochmal antun, das ist einfach grandios, da nochmal einzutauchen. Diese Begeisterung, wenn man gerade so diesen Pixelbrei da manchmal sieht, kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen. Aber diese Begeisterung, die so eine Messe auslösen kann und was sie auch heute noch tut, auch auf der Gamescom, das kann man da so ein bisschen sehen und nachvollziehen. Das ist einfach wobei toll. Der große Feind dieser Begeisterung ist ja im Grunde genommen das Internet, ne? Weil vieles von dem, was man heute nur da sehen könnte zum Beispiel, siehst du super schnell sofort eine Sekunde später im Internet. Und damals, wie du eben ja gesagt hast, richtigerweise, ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, musstest du einen Monat vielleicht warten, bis das nächste Gaming-Magazin rauskommt, damit du in dem Magazin lesen konntest, was denn gerade passiert ist. Und dann hast du dich total gefreut, was da drin stand. Das war eine andere Zeit. Und da hast du, glaube ich, aber noch deswegen in diesem Moment, gab es diese momentane Euphorie noch etwas mehr als vielleicht heute, ne? Ja, das ist ganz geil. Wenn du live vor Ort warst, ob auf der E3 oder auf einer anderen Messe und du hast da Momente erlebt, hast in Schlangen gestanden, konntest dann Spielern spielen oder bist von irgendwas überrascht worden, das brennt sich dir auch selber eben einfach mehr ein, als wenn du so eine Messe wie heute digital verfolgst. Ich finde, das war toll, dass man das heute kann, dass man die Streams verfolgen kann, gemütlich von zu Hause auf dem Sofa. Aber denkwürdige Momente hast du dann doch eher, wenn du live vor Ort warst. Ja, absolut. Das stimmt. Gehen wir rüber zu Platz 1. Das wird spannend. Platz 1. Das wird spannend. Platz 1. Mich zu, ja. Oder soll ich? Dann lass mich jetzt wieder anfangen, dann haben wir immer, ja, hin und her gemacht, okay?
Gut. Weil ich nehme meinen Platz 1, nimmt direkten Bezug auf deinen Platz 3. Ich habe auf Platz 1 der abstrusesten. Ich ahne Böses. Der abstrusesten geilsten E3-Momente habe ich. Ich sage nur ein paar Stichworte, Stefan. TV, 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 Sports, TV, Xbox, Go Home. Du könntest noch sagen, Yusuf Mehdi. Ja. Also, der hat diesen Entertainment-Part damals präsentiert. Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Also das war diese Xbox One-Ankündigung damals. War im Grunde genommen ja der, ich würde fast sagen, der Todesstoß zu der Zeit für Microsoft bzw. für das Xbox-Department. Was ja nachweislich im Grunde genommen fast so war. Ne? Denn die PlayStation 4, die danach von Sony angekündigt wurde, hat ja in nahezu jeglichen Ländern die Xbox völlig hinter sich gelassen. Und davor war es ja etwas anders. Ne? Überlegt, die Xbox 360 war teilweise in einigen Regionen vorherrschend, wo dann die Xbox One es nicht mehr war. Die Ankündigung war einfach dieser Zusammenschnitt, wenn man sich das nochmal anguckt. Ne? Es gibt ja so einen geilen Zusammenschnitt. TV, 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 Sports, Sports, TV. TV, TV, Watch TV, 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 TV Remote, TV Experience, TV, 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 Sports TV, 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 Sports, 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 Sport, Sport, Television, Television, TV, Television, 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 TV, TV, TV. Xbox is about to become the next water cooler. Xbox, go home. Du siehst, finde ich, in dieser völlig missglückten Präsentation, dass damals die Xbox-Führung, ne, vielleicht auch eine völlig falsche Idee davon hatte, wie die Zukunft der Konsolen aussehen sollte oder könnte. Ne? Das war extrem auf den amerikanischen Markt zugeschnitten, weil zum Beispiel so eine ESPN-Anbindung und sowas, das ging hier überhaupt nicht in Deutschland und in Europa. Dann sprachen sie immer wieder von TV und die Xbox als TV-Guide zu benutzen und sowas alles. Und diese Integrierungstechnik hattest du in anderen Ländern als Amerika teilweise nicht mal. Das war extrem missglückt. Und das ist mir immer im Kopf für, das ist die falscheste Richtung, in die irgendjemand bei so einer Präsentation jemals gegangen ist. Mit Ausnahme von der BlizzCon, wo der Typ Diablo als Mobile Game angekündigt hat. Aber das ist was anderes. Aber du weißt das sicherlich auch noch sehr gut, ne? Die Ankündigung. Ja, ich, vor allen Dingen, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass diese Pressekonferenz 2012, die begann ja auch gar nicht mit Xbox One-Themen, sondern da wurde erstmal noch die Xbox 360 hochgehalten. Es gab dann ein paar 360-Themen, die angesprochen wurden. Dann kam man irgendwann mal, hat man ein paar Spiele gezeigt und dann kam man irgendwann zur Xbox One und dann gab es einen, an dem Punkt, wo alle Spieler eigentlich drauf gewartet haben, so jetzt zeig doch mal tolle neue Spiele für die Xbox One, kam ein, ich glaube, 20-Minuten-Part, wo es nur um Entertainment-Möglichkeiten der Xbox One gab und alle Gamer haben sich gedacht so, was ist das jetzt? Kommt da noch was? Ja, das war ein bisschen, also maximal unglücklich, würde ich sagen. Das ist meine Platz 1, wenn ich daran so denke. Was ist deine? Wenn du einmal deinen Startschuss so verbockt hast, ist es einfach sehr, sehr schwer, den wieder aufzuholen. Aber wie gesagt, also es ist ja mein Platz 3. Xbox hat sich da in den letzten Jahren sehr, sehr bemüht. Das fand ich sehr toll zu beobachten. Mein Platz 1 ist, ich sag nur drei Wörter, The Last Thing. Kannst du dir vorstellen, was ich damit meine? One More Thing, ja klar, natürlich. Ja, genau. Das sind das, was ich eben schon mal so ein bisschen angesprochen hatte. E3, wie gesagt, leben von Überraschungen. Und für mich hat das Ubisoft ganz toll gemacht in den Jahren 2013 bis 2015, 16. Da gab es am Ende jeder Pressekonferenz eine Überraschung, mit der niemand gerechnet hat. Also selbst wir bei Ubisoft wussten auch nicht, was da kommt. Das war für die Leute draußen eine Überraschung, das war für uns eine Überraschung. Und es wurden am Ende immer Spiele vorgestellt oder enthüllt, die fantastisch aussahen und wo man sich danach direkt gedacht hat, das möchte ich gerne spielen. Das hat 2013 angefangen mit Watch Dogs, als das Ganze am Ende präsentiert wurde. Und ein Jahr später kam Eve am Ende auf die Bühne, hat auch wieder gesagt, so ein Ding haben wir noch und das war The Division. Und ich weiß noch, als ich da das Gameplay gesehen habe und da die ersten Bilder gesehen habe, das hat selbst mich weggeblasen. Und da habe ich mich schon drauf gefreut, dieses Spiel irgendwann spielen zu können. Und Division ist bis heute immer noch eins meiner Lieblingsspiele, die ich tatsächlich auch immer noch spiele, auch wenn es schon ein paar Jährchen auf dem Puckel hat.
Ja, das war schön. Das war schön. Das hat sich so ein bisschen auch dann eingebürgert, ne? Dass die Leute gesagt haben, okay, jetzt grundsätzlich nicht nur bei Ubisoft, sondern auch generell, okay, wenn jetzt hier eine Presse vorbei ist, das geht ja bis heute, wenn der Nintendo Direct vorbei ist, wenn der State of Play vorbei ist, da kommt doch jetzt noch ein so ein Trailer. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert, finde ich, weil es eine total geile Sache und ist natürlich auch ein Grund, die Spannung aufrechtzuerhalten bis zum Schluss, ne? Aber schön, finde ich, ist auch eine sehr schöne Top-1-Platzierung, weil das eine total schöne Entwicklung ist, wie ich finde. Ich mag das auch sehr, dieses letzte Überraschende noch. Finde ich sehr schön. Wir haben eine sehr schöne Top 3 beide. Und diese Überraschungen, die dann am Ende passiert sind, das sind zum Beispiel aber auch Dinge, die dir in Erinnerung bleiben, auch wenn du es nur digital verfolgt hast, weil du hast dann vorher dir vielleicht 40, 50 Minuten angeguckt, hast auch schon dich gut unterhalten gefühlt und dann kommt am Ende nochmal so ein Bang, das bleibt einfach in Erinnerung. Ja, absolut. Absolut. Verratet ihr uns gerne in den Kommentaren, was eure Top-3-Platzierungen der E3 sind. E3-Momente, aber generell könnt ihr ja so Messen-Momente, das würde uns sehr interessieren. Bevor wir euch entlassen, haben wir aber noch ein kleines Schmankerl für euch. Wir haben das Team mal nach ihrer ganz eigenen, völlig persönlichen Meinung gefragt. Was erhoffst du dir denn von der E3 2021? Und schaut mal in der Teamtime, was die anderen da so zu sagen hatten. Meine große Hoffnung für die E3 2021, so unrealistisch sie auch sein mag, ist, dass wir von Nintendo vielleicht irgendwas zur Nintendo Switch Pro oder wie auch immer sie heißen mag, hören werden. Ach ja, und Kevin hat mir gesagt, für 5 Euro soll ich mal Elden Ring erwähnen. Wer mich kennt, wird wahrscheinlich wissen, dass ich Final Fantasy erwähnen werde und das werde ich hier auch tun. Und zwar wäre es schön, wenn Updates zum Final Fantasy 7 Remake kommen würde. Und der Kevin hat mir 10 Euro in die Hand gedrückt und gemeint, ich soll Elden Ring erwähnen. War richtig so, oder? Ich wünsche mir auf den nächsten E3 einen Trailer zum nächsten Horizon Zero Dawn. Und außerdem hat mir der Kevin 20 Euro gegeben, damit ich Elden Ring sage. So, nämlich freut es, dass die Kollegen ohne Fremdeinwirkung, natürlich ohne Fremdeinwirkung Elden Ring genannt haben. Da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, wenn das so kommt. Stefan, du darfst jetzt noch eine Sache nennen, worauf du dich bei der E3 freuen würdest oder worauf du hoffen würdest. Ich hoffe, auf der kommenden E3 einfach tolle Spiele vorgestellt zu bekommen, vor allen Dingen neue Star Wars Spiele. Man redet oder man hört momentan so viel davon, dass so viele Star Wars Spiele gerade in der Entwicklung sind von verschiedenen Entwicklern und Publishern. Und da würde ich mich am meisten darüber freuen, wenn man da mal so das eine oder andere tatsächlich auch sieht. Man weiß zwar, dass ein Battlefront 3 in der Entwicklung ist und auch ein neues Jedi Fallen Order, aber was kommt da noch, an was wird noch gearbeitet? Das wäre für mich sehr spannend zu sehen, wenn da das eine oder andere dieses Jahr enthüllt wird. Mhm. Absolut. Ich möchte mehr Spiele wie Jedi Fallen Order sehen und weniger wie Battlefront. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Schön. Das war schön, Stefan. Vielen Dank, dass du uns ein weiteres Stück Historie aus deiner Collection mitgebracht hast. Immer schön, sehr dass, gerne. Immer schön, sehr dass gerne. Wir über die drei reden konnten. Ja, wir werden, Stefan, wir werden so lange werden wir deine Collection ausquetschen, bis du irgendwann sagst, davon habe ich jetzt leider nichts. Ja. Da bin ich mal gespannt. Danke, Stefan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis demnächst.